Verbinde dich mit deinem höheren Selbst. In dieser geführten Meditation wirst du deinem höheren Selbst begegnen und eins mit ihm werden. Du wirst mit ihm verschmelzen, mit neuer Energie und seiner unbändigen Liebe für dich lebt es sich leichter. Bevor wir beginnen, suche dir zunächst einen Ort, an dem du in aller Ruhe und ungestört meditieren kannst. Setz dich dabei auf einen Stuhl oder einen Hocker oder lege dich auf dein Bett oder Sofa. Mach es dir bequem. Komm zur Ruhe und finde dich ein. Lass die Außenwelt jetzt komplett los. Löse dich von deinen Tagesgedanken und erlaube Ruhe und Frieden einzuziehen. Ruhe und Frieden einzuziehen. Du bist entspannt und ruhig und fühlst dich vollkommen sicher. Mit jedem Atemzug atmest du Ruhe und Gelassenheit ein. Und alles, was dich belastet, das atmest du ganz bewusst und ruhig wieder aus. Mach das jetzt bitte einige Male. Entspannung einatmen und Verspannung wieder ausatmen. Mit jedem Atemzug wirst du ruhiger und ruhiger. Mit jedem Atemzug gehst du ganz gezielt in deine eigene Innenwelt hinein. Den Weg dahin erkennst du schon. Entspannung einatmen und Verspannung wieder ausatmen. Entspannung einatmen und Verspannung wieder ausatmen. Jetzt erlaube bitte all deine Muskeln im Körper, erlaube ihnen abzuschalten und weich zu werden und den Druck und die Spannung loszulassen. Alles loszulassen. Du spürst, dass dein Körper schwerer und schwerer wird. Und du spürst, wie er von dem Untergrund, auf dem er liegt, angezogen wird. Du spürst die Anziehungskraft der Erde. Und du atmest ruhig und gelassen und tief. Mit jedem Atemzug lässt du deine Welt ganz einfach los und dabei schaust du nach innen. Deine Welt verschwimmt wie im Nebel. Sie verliert mehr und mehr an Wichtigkeit. Lass los, liebe Seele. Lass dich ein. Lass dich ein auf eine tiefe, tiefe Reise zu dir selbst. Ja, jetzt bist du in deiner friedlichen und sicheren Innenwelt angekommen. Du spürst ganz deutlich, dass du deinen Ruhepol erreicht hast. Endlich. Du spürst Frieden und Stille und tiefe Ruhe. Ja, und jetzt, endlich, nimmst du dir Zeit für dich selbst. Jetzt lass uns gemeinsam auf die Reise gehen.
und erlaube mir, dich mit meiner Stimme zu begleiten. Atme. Atme noch ein letztes Mal ganz tief ein und wieder aus. Und jetzt lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf, auf deine Kopfmitte. Lenke deine Gedanken zu deinem Scheitelchakra, zu dem Kronenchakra, zu dem Energiezentrum auf der Mitte deines Kopfes. Bitte das siebte Chakra, sich für dich zu öffnen. Da öffnet es sich für dich, ganz langsam und vorsichtig, fast etwas schüchtern, wie die Knospe einer Blume. Öffnet es sich ganz weit für dich. Versuche dir nun, einen Lichtstrahl vorzustellen. Einen Lichtstrahl, der vom Scheitel deines Kopfes aufsteigt, der weit, weit hinaufsteigt in den Kosmos hinein, tief, ganz tief in den Kosmos hinein. Dieser Lichtstrahl steigt auf bis in die höheren Dimensionen des Lichts. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Schau dir den Lichtstrahl an. Vielleicht funkelt er in bunten Regenbogenfarben. Vielleicht tanzt und vibriert er. Und vielleicht siehst du Funken. Oder vielleicht bilden sich kleine Lichtwirbel. Ist es ein goldener Lichtstrahl? Oder siehst du weißes Licht? Sieh diesen Lichtstrahl als eine Brücke an. Eine Brücke oder ein Kanal, der dich mit deinem höheren Selbst verbindet. Bemerkst du vielleicht eine Veränderung in deinem Kronenchakra? Verändern sich vielleicht Gefühle oder Gedanken? Was verändert sich? Was ist es? Was ist anders? Bemerkst du ein Kribbeln im Kopf? Oder fühlst du, dass sich dein Kopf ausdehnt? Was fühlst du? Welche Gefühle breiten sich in dir aus? Bemerkst du vielleicht Leichtigkeit? Aber vielleicht bist du mehr sehend als fühlend. Vielleicht kannst du den Lichtstrahl ja sehen, der von deinem Kopf bis in den Kosmos hineinführt. Nimm alles wahr, alles, was jetzt wahrzunehmen ist. Jetzt als nächstes versuche dir, deine Wirbelsäule als einen leeren, hohlen Raum vorzustellen. Oder aber du siehst sie als eine hohle Stange. Diese hohle Stange, die dehnt sich aus. Diese Stange dehnt sich in deinem Körper aus. Sie wird größer und weiter und immer mehr dehnt sie sich aus.
Und während sich der Stab weiter ausdehnt, fließt das Licht von deinem Scheitel in deinen gesamten Körper hinein. Das Licht von oben, es bahnt sich seinen Weg systematisch durch deinen ganzen Körper. Und mehr Licht strömt in dich ein. Das Licht wirbelt in dir herum, es zirkuliert. Von oben fließt es in dich ein. Es erfüllt deinen gesamten Körper, dein Sein. Und dann drängt es wieder zurück nach oben. Eine unaufhaltsame Welle des Lichts strömt in dich ein und durch dich hindurch. Beobachte dich dabei. Schau zu, wie dein Körper diese Energie aufnimmt. Wie antwortet er auf diese Energie, auf dieses Licht? Wie reagiert er? Wie antwortet dein Körper auf diese Energie? Was sagt er? Hat sich deine Atmung vielleicht verändert? Was empfindest du? Fühlst du dich vielleicht friedvoller, ruhiger oder gelassener? Oder möchtest du dich bewegen? Oder deine Sitz- oder Liegeposition verändern? Welche Veränderung in deinem Körper nimmst du wahr? Beim Einatmen atmest du das Licht ein. Beim Ausatmen atmest du das Licht in deine Umgebung aus, in die Welt um dich herum. Jetzt versuche dir bitte vorzustellen, dass direkt vor dir, weit in der Ferne, ein strahlender Lichtfunke zu sehen ist. Dieser wundervolle Lichtpunkt ist dein höheres Selbst, welches sich jetzt dir nähert. Bitte lenke deine ganze Aufmerksamkeit einzig und allein auf diesen Lichtfunken, auf diese Lichtquelle. Der helle Funke wird immer strahlender, und je näher er kommt, umso strahlender wird er. Er wird größer und größer, und du spürst die Güte und die Liebe, die von ihm ausgeht. Und vielleicht ist es dir jetzt schon möglich, besondere Eigenschaften oder Merkmale von dem Lichtpunkten wahrzunehmen? Erkennst du vielleicht eine Ähnlichkeit mit dir selbst? Erkennst du vielleicht menschliche Züge? Oder siehst du nur Licht? Nur das Licht. Vielleicht hat das Licht eine Form angenommen oder eine Farbe. Was siehst du? Was nimmst du wahr? Was strahlt dir da entgegen? Was kommt dir mehr und mehr entgegen? Spürst du seine Kraft? Und seine Liebe? Spürst du seine Liebe für dich
und spürst du deine Vorfreude, von ihm berührt und eingehüllt zu werden? Spürst du die Anziehungskraft zu dieser Lichtquelle? Dein Herz öffnet sich jetzt so weit wie nie zuvor. Es freut sich, diesem wunderbaren Licht zu begegnen. Und da erkennst du eine Lichtfigur, die sich dir nähert. Du spürst großes Vertrauen diesem Lichtwesen gegenüber. Bedingungsloses Vertrauen strahlt dir entgegen. Und jetzt wirst auch du ganz langsam in dieses wundervolle Licht eingehüllt. Und du erkennst, dass auch du dich jetzt in ein strahlendes Lichtwesen verwandelt hast. Deinen physischen Körper, den spürst du gar nicht mehr. Du spürst weder deinen Körper noch die Schwere deines Seins. Du spürst nur Frieden. Absoluten Frieden. In dir und um dich herum. Jetzt in diesem Moment gibt es keinen Raum, keine Zeit, keine Grenzen und keine Dimensionen. Es gibt nur Liebe und Güte und Licht. All das umgibt dich. Ja, du befindest dich jetzt auf einer Ebene, die du bisher nicht gekannt hast. Dies ist die Ebene der totalen Harmonie und der vollkommenen, unbegrenzten Liebe, bedingungslosen Liebe. Dein höheres Selbst, das erkennst du jetzt, das bist du selbst. Du selbst in einer anderen Dimension, in einer höheren Ebene. Und dieses höhere Selbst liebt dich bedingungslos. Und das Lichtwesen, dein höheres Selbst, das fragt dich jetzt, ob du bereit bist, dich mit ihm zu vereinen. Sag ja, liebes Menschenkind, sag ja. Und jetzt verschmilzt es ganz sanft und liebevoll mit dir. Es vereint sich mit dir. Jetzt werdet ihr beide eins. Und du schaust dir deine und seine Aura an. Und du schaust zu, wie sie miteinander verschmelzen, wie sie eins werden. Und du spürst die pulsierende, heilende Energie. Du spürst die Vereinigung. Bei diesem Akt schließt du noch einmal ganz sanft deine Augen. Die liebevolle, kraftvolle Energie deines höheren Selbst dringt jetzt in dich ein. Sie strömt durch deinen ganzen Körper. Sie strömt durch jedes Chakra. Dein Energiepotenzial erhöht sich um das Vielfache. Und du fühlst deine neu gewonnene Kraft und Freude.
Jetzt fließt pures Liebeslicht und Heillicht in dich ein. Diese ganz besondere Energie berührt und umspült nun jede Zelle deines Körpers, jede Zelle deines Seins. Diese Energie umspült jeden Muskel, jede Sehne, jeden Knochen. Es dringt in das Gewebe deines Körpers ein. Alle Blutbahnen nehmen dieses Heillicht jetzt in sich auf. Und Licht und Liebe und Achtsamkeit und Güte und Gnade und Freude und Wertschätzung, all das fließt jetzt in dich ein. Jetzt, genau jetzt, in diesem Moment, stellt sich vollkommene Heilung von Körper, Geist und Seele ein. Bitte nimm es an. Lass es geschehen. Lass auch die Liebe und die Freude in dein Herz hineinfließen. Spürst du die Wärme, die wohlige Wärme, die sich in dir ausbreitet? Neben der Liebe und der Freude strömen auch Selbstvertrauen und Dankbarkeit und Sicherheit in dein Herz hinein. Und schon jetzt spürst du die neue Stärke in dir. Und du weißt, dass alle Entscheidungen ab heute ganz leicht, ganz leicht von dir gefasst werden können. Denn dein höheres Selbst ist ganz nah. Es ist mit dir verschmolzen. Ab jetzt berät und beschützt es dich. Und es flüstert dir jeden Tag zu, wie wundervoll du bist. Und vielleicht hast du jetzt eine Nachricht oder eine Frage an das höhere Selbst. Was liegt dir am Herzen? Was möchtest du fragen? Oder was möchtest du loswerden? Lass jetzt alle Gefühle und Gedanken, lass sie alle zu. Alles, was jetzt auftaucht, ist in Ordnung. Deine innere Weisheit lässt dich jetzt alles verstehen. Und sobald eine Frage aus deinem tiefsten Herzen kommt, wirst du auch eine Antwort darauf erhalten. Jetzt unterhalte dich ein wenig mit deinem höheren Selbst. Nimm dir ein wenig Zeit für dein Gespräch. Ich lasse dich jetzt für einige Minuten alleine und hole dich dann später wieder ab. Und nachher, wenn du in deine Welt zurückkehrst, vergiss bitte nicht, dich bei ihm für seine Liebe und sein Licht und den Rat zu bedanken.
Diese Meditation geht jetzt dem Ende zu. Bitte bereite dich darauf vor. Lenke dein Bewusstsein zurück auf deinen Körper, der immer noch da liegt und ganz geduldig auf dich wartet. Nimm ihn an. Und dann lenke deine Gedanken auf deine Atmung. Mit jedem Atemzug kommst du höher und höher zurück in den Raum, in dem du mit dieser Meditation begonnen hast. Zurück ins Hier und Jetzt. Wenn du magst, dann bleib noch ein bisschen liegen, um das eben Erlebte zu überdenken. Und erst wenn du soweit bist, dann öffne sanft deine Augen. Ja, jetzt bist du wieder angekommen in deiner Welt. Ich wünsche dir einen lichtvollen Tag. Vergiss es nicht, du bist wundervoll. Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Namaste.